Das Böse begrüße euch herzlich zurück hier bei Jöten. In der letzten Folge sind wir zwar hier schon in diesem Bereich gewesen, allerdings gucken wir uns jetzt nochmal kurz in diesem gewissen See um. Ich glaube, das war rechts, ne? Denn ich möchte auch hier diesen Apfel haben. Und das kann eigentlich nur irgendwo am Rand rumdümpeln. Und ich weiß immer noch nicht, wo man dieses komische Vieh da besiegt. Jörmungandr, genau. So, ich gehe jetzt hier überall an der Seite lang. So. Ist das hier Jörmungandr? Dieses Vieh. Und trotzdem möchte ich gerne wissen, was das hier für komische Spuren sind. Hier ist nix. Nirgends. Kann ich irgendwo rein? Hier ist nirgends so ein... Hier sind Risse drin, aber das habe ich aber beim letzten Mal schon versucht irgendwie einzuhauen. Nichts hat geklappt. Kann man auch nirgends rein? Warte mal, hier kann man lang, oder? Ja. Hier wo rein? Nö. Da ist er doch. Warum habe ich ihn so angestellt? Ey, ich will da rein. Gimme that apple. Na, siehst du mal, das sieht doch gleich viel geiler aus. Na, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Itun. Ist hier noch irgendwas Feines? Nein. Ich weiß immer noch nicht, ob man Jörmungandr besiegen kann, wenn der denn so heißt. Ich weiß es nicht. Naja. Okay, dann gehen wir jetzt zurück nach Ginnungagap und zögern gar nicht lange. Und werden uns jetzt mal Isa angucken, denn Isa ist hier unser Wächterle. Der Wächter der Eiszeit. Bin sehr gespannt drauf. Jawohl, ja. Ja, da sieht man das Zeichen der Rune. Oder der Runen, besser gesagt. Und jetzt warten wir hier wieder vor der Tür. Und da öffnet sich die Tür, durch die wir dann auch gleich hindurchschreiten. Um uns dem Frostwächter zu widmen, Isa. Is run Frosts Kirdar o Krafts. Auch hier werde ich wieder versuchen, möglichst ohne meine Götterkräfte auszukommen. Wird wahrscheinlich nicht einfach, aber hey, wir versuchen es einfach mal. So, Isa, dann zeig dich mal, oder Is, wie sie es hier nennen. Wer bist du? Was willst du? Was kannst du? Ach, du hast hier diese komischen Spuren hinterlassen, oder was? Hier sind auf jeden Fall so komische Eisblöcke. Oh, da bist du. Okay. Er nimmt dadurch Schaden, das ist ja schon mal schön. Tangiert ihn das überhaupt? Also ich meine, viel Schaden kriegt er ja nicht. Was machst du denn da? Er blinkt ein bisschen. Die Mucke ist auf jeden Fall mega, finde ich. Heilt er sich? Oh! Oh je, meine. Keine Ahnung, was er da konkret macht, aber...
Die Musik ist richtig geil. Ist immer sehr gut, wenn man ihn irgendwie aus der Ferne angreifen kann. Oh mein Gott. Jetzt bist du pissed, wa? Ja. Oh Gott, also mit diesen Eisphysics ist das mega scheiße. Ja. Alter, macht er viel Schaden, wenn er da mal trifft. Ich bin noch nicht ganz tot, aber fast. Also ich versuch's mal ohne Götterkräfte erstmal. Leider ist es an ihm vorbeigeschlittert. Sehr unglücklich. Scheiße. Weg, weg, weg. Er macht die Dinge auch tatsächlich kaputt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Boah. Weg, weg, weg. Boah. Diese Eisphysics. Ich meine, es ist halt so. Nein! Hat ihn das nicht getroffen? Ey. Oh, nee. Er macht so tatsächlich immer meine Richtung. Ich dachte gerade, ich könnte ihn vielleicht ein bisschen übertölpeln. Schade. Ja, das macht nichts. Das versuchen wir gleich nochmal. Also der erste Teil des Kampfes ist noch relativ gut machbar, weil man ja halt nicht so sehr rutscht. Aber später wird's halt immer ätzender. Normal. Ah, schade. Aber cool, ich kann die dann trotzdem noch nutzen, oder was?
Finde ich lustig, dass er wirklich zu Boden geht. Sehr sympathisch auf jeden Fall. Schade. Da hat er mich überrannt, der Arsch. Mal auf jetzt, dankeschön. Wirbelt er dadurch diese Eisblöcke neu auf? Oh nein, zu spät gesehen. Das heißt, ich bin so gut wie tot. Oh, doch nicht. Weil ich rauskam. Man sollte halt auch schon treffen, ne? Das wäre schon ganz gut. Oh mein Gott. Ich bin tot, oder? Ja. Fuck. Ich möchte meine Götterkräfte immer noch nicht einsetzen. Und ich kann schon das Raunen hören, das durch die Gegend geht, gerade durch die Reihen. Ah, ich bin da komisch, ich will das nicht. Hier doch, da war noch einer. Könnte wetten, wenn er da auf einen drauf fällt, nimmt man auch gut Schaden. Oh, was? Reicht das bis hier hinten? Es scheint wirklich gefühlt über das gesamte Spielfeld zu reichen, über dieses... Mann. Super, es hat gesessen. Es hat getroffen, sehr schön. Oh, was? Ist ja gruselig, Alter, wenn das nicht trifft. Zweimal hintereinander nicht. Auch nicht. Alter, Mann, jetzt triff halt mal, bitte. Zwei gleichzeitig getroffen.
Habe ihn ja nicht mal getroffen, wa? So ärgerlich. Der hat keine Minions oder irgendwas. Warum hat das nicht getroffen, ey? Mist. Scheiße. Da bin ich zu spät vom Fleck gekommen, leider. Geh halt mal wieder raus da. Meine Güte, ey. Voll drunter gestanden. Das ist auf jeden Fall ärgerlich as fuck. Also dieses Rutschen ist halt mega ätzend. Noch irgendwo so eine Eisblöcke bitte. Da vorne ist einer. Wollen wir mal treffen, das wäre schon ganz gut. Hab ihn getroffen tatsächlich, wundervoll. Hat ihn das nicht getroffen? Das ist auch wieder so ein Ding, was ich nicht verstehen kann. Aber das ist quasi fast an ihm vorbeirollt, weißt du? Oder rutscht. Per se finde ich den nicht schwer. Aber die Steuerung ist halt ultra ätzend. Yes. Die Sicht immer beschissener, kann das sein? Er wird immer aggressiver, okay.
Oh mein Gott, ey. Oh, nee, ey. Wow. Fuck it. Oh, nee, ey, wirklich. Hatte ich keine Chance mehr, gerade wegzukommen. Ich glaube, das schaffe ich wieder nicht. Verdammte Schissel, ey. Ne. Vor allem, jetzt wird die Sicht noch beschissener. Er wird noch aggressiver. Du kommst also zu gar nichts mehr. Dabei mag ich diese Methode eigentlich voll mit den... Also mit diesen Eisblöcken hier, die hin und her zu schubsen, finde ich schon ganz stylo irgendwie. Ich hasse es, wenn ich nicht treffe. Schwer ist doch nur auch nicht, ihn zu treffen. Ich meine, er ist riesengroß. Ätzend wird's halt dann, wie gesagt, mit diesem Eis. Hab ich irgendwo was, was ich auf ihn... Jawohl, perfekt. Ey, es ist Wahnsinn, wie viel Schaden das einfach mal macht, eiskalt. Dieses langsame Rangeschlittere macht ihm Schaden. Das ist auch sehr faszinierend auf jeden Fall. Ich glaube, dadurch produziert er tatsächlich irgendwie neue von diesen Eisblöcken. Nicht einer davon hat getroffen, ey. Was? Das hat natürlich hier nicht getroffen. Warum hätte es auch sollen? Aber so kann ich ja wenigstens nur laufen. Später nachher ist das ja schwierig, weil ja, wie gesagt, dann mit den Eisphysics, genau. Rutscht dann ihm vorbei. Rutscht alles an ihm vorbei, so eine Schissel. Ich bin da drinnen gefangen auch, gar kein Ding. Wundervoll, er ist hingeflogen. Jetzt rennt er öfter hin und her. Ja, geil, ich häng da fest. Ich bin tot. Ich häng fest. Komm nicht raus, kannst vergessen, Alter. Was eine Scheiße. Oh.
Wenn dieses Eis nicht wäre, ey. Aber leider ist das Bestandteil des Bossfights. Das war doof. Dadurch konnte er noch keinen Schaden nehmen, leider. Jetzt erst. Jo, einfach mal wieder vorbei. Kein Ding. Wenigstens der Schaden, den er frisst, auch wirklich ganz moderat. Also das geht schon, wenn man ihn denn treffen würde. Was ist denn da jetzt los? Rennst du mir wirklich konkret hinterher oder was? Das hat natürlich wieder nicht getroffen. Warum hätte es auch sollen? Ja. Also wie gesagt, wenn er mich damit trifft, es macht so unglaublich viel Schaden. Mitten durch die Beine durch, kein Thema, echt alles cool. Jetzt überrennt er mich. Auch das war so klar. Ich treffe ihn einfach nicht. Ist ja nicht so, dass er riesengroß wäre. Ich treffe ihn mit nicht einem einzigen davon. Oh wow, ich habe ihn mal getroffen. Krasser Scheiß. Wenn ich das noch erleben darf. Das macht natürlich keinen Schaden. Warum hätte es auch sollen? Selbstverständlich. Oh Mann, komm schon. Warum ausgerechnet in die Richtung? Das war doof. Also wirklich, diese Steuerung ist ultra beschissen. Ja, dann bin ich tot. Ich kann mich ja auch nirgends verstecken oder so. Was? Ich lebe noch? Aber gleich nicht mehr, wahrscheinlich. Ja, alles klar. Aber jetzt bin ich eh tot, weil
Ja. Weil dieser Boss ist... So, der Anfang ist cool, aber dann wird's echt ätzend mit diesem Eisboden halt. Wo du umher schlitterst. Und dich kaum vernünftig zur Wehr setzen kannst, weil das zackt halt echt mega hart, finde ich. So, das trifft ja noch. Das ist ja noch nicht das Thema. Hier kann ich auch noch laufen. Alles schick. Ja, jetzt brauche ich erstmal... Ich habe keine Ahnung, was ich ihm so an Schaden mache. Er gefühlt gar nichts. Wieso habe ich ihn da gerade nicht getroffen? Gut, habe ich tatsächlich sogar noch seinen Haken getroffen. Das ist sehr geil. Okay, jetzt wird's ätzend. Nein. Wo bin ich denn? Da bin ich. Oh fuck. Wenn er weiter weg ist, geht das alles klar, aber so. Rennt er nochmal? Glaube ja. Muss er trotzdem irgendwie versuchen, möglichst dicht an ihn ranzukommen. Scheiße. Ich glaube, das ist mein Todesurteil. Was? Oh Mann, ey. Okay, aus dem Weg, aus dem Weg! Works! Haben wir's? Jetzt. Juhu! Oder auch nicht? Jetzt kommt wahrscheinlich erst der richtige Kampf oder so. Oh mein Gott, ich hab Angst. Ich glaube, jetzt kommt dieses Wasservieh, oder? Doch nicht. Oh, zum Glück. Also, wenn man den so macht, geht's. Aber ich dachte halt, ich kann ihn mit dem anderen besiegen. Aber cool, hat geklappt. Fötin límdust við mig, þar sem ég hljóp upp á óvinni mínum.
og gróf exi mín á bólakaf í hvern þann sem dyrðist að storka mér. Í gegnum stormin sá ég föður minn og dökkan skugga á bakvið hann. Ég hrópaði varnarorð á honum, en allt kom fyrir ekki. Faðir minn var myrtur. Ofsa reiði heltók mig þegar ég sá bróður minn standa yfir föður okkar. Harma kvein mín skáru loftið þegar ég áttaði mig á svikum hans. Hemdin fylgdi skjótt á eftir er ég fórnaði lífi bróður míns til alföðursins. Okay, das finde ich verdammt krass. Als nächstes werden wir dann wahrscheinlich dort oben hin. Das sieht so ein bisschen nach Wind aus. Wir werden es sehen. In jedem Fall war es das für diese Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es dann dort aussieht, dann schaut doch da wieder rein. Bis dahin. Tschüss.